Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit André. Grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Jo. Des Nächten sind wir ein bisschen gewerkt, außen an dem Haus. Genau. Eben nur 6 Punkte zu vergeben gehabt habe in, also bei mir heißt es glaube ich, wie ein wildes Tier, in Englischen der Tyrannosaurus, die Fähigkeit. So, den nehmen wir mit. Ah ja, das bin nur immer infiziert. Oh, jo. Mach mich daher gleich auf den Weg, mitten in die Spikes. Aha. Ich werde einfach looten gehen. Jupp. Loot, passt. Loot. Okay. So, ich habe nur mehr das Allernotwendigste heraus. Du hast jetzt, ich glaube, das Geländer kann ich da auch wegnehmen, gell? Das Geländer? Ja. Ja. Heraus dann, oder? Ja. Ja. So, ein paar Steinchen werden wir nehmen. Ja, wie bei der letzten Folge, beziehungsweise am Vortag erwähnt, nachdem ich infiziert bin, versuche ich jetzt in die Stadt zu kommen und dort zu looten. Ich habe dann noch nachgeschaut, ich habe beim letzten Mal Antibiotika übersehen. Es gibt nur das industrielle Antibiotika, was man ebenfalls im Lagerfeuer machen kann. Ja. Fehlt uns leider etwas Brot. Also entweder finden wir genug Brot. Ich gehe jetzt mal looten. Ja. Was lootest du? Ja, alles was ich finde. Also. Alles was ich finde. Ich würde an deiner Stelle auch auf die Jagd gehen, weil ich bin nicht sicher, ob ich in der Stadt irrsinnig viele finde. Rund ums Haus ein bisschen sauber machen, weil wir müssen ja Spikes aufstellen. Das stimmt, ja. Ja. Ach, dieses Mausrad. Ah, erstes Brot. Na bitte. Ja, vielleicht überleben wir ja doch noch. Ansonsten haben wir einen ersten Märtyrer tot. So, es wird schon heller. Perfekt. Ah ja, die Veranda auf der Rückseite, die werde ich demontieren. Wo auch die Tür rausgeht, oder? Die werde ich komplett eliminieren. Spannend. Weil? Was ist mit dem? So. Und dran. Gib mir einen Helm, ha? So. Okay. Baumstumpf könnte natürlich Honig sein, wenn sie nichts verändert hat. Federn. Nehmen wir mit. Federn sind immer gut. So, das Geländer brauchen wir auch nicht. Bin ich nur Richtung Stadt unterwegs. Gut. Da ist unser Häuschen. Da müsste da die Stadt sein. Was ist das? Oh! Was? Ich freue mich gerade über den... Ja, wir brauchen Clay. Über brauchen den, wir auch. Wo ist der Wolf hin? Wolf, wo? Der hat da einen Hirsch erlegt, aber den werde ich trotzdem versuchen auszunehmen. Weil, wie gesagt, wenn wir kein Antibiotik oder keinen Honig finden, dann trifft uns sowieso der Infizierten tot. Und damit können wir ja alles riskieren. Stimmt. Da war gerade ein Wolf. In welche Richtung bist du gelaufen? Aber okay, ich hab den Hirsch. Da laufe ich nicht hin. Ich hab den Hirsch. Ich werde strikt nach Süden nicht, nach Westen laufen, glaube ich. Schauen wir mal auf der Map. Westen, ja, Westen ist cool. Mal sehen, was sich im Westen tut. Im Westen sicher nichts Neues. Wieder gleichnamige Film, ja. So. Ein paar Berries aufgesammelt. Vielleicht findest du irgendwo was denn? Heidelbeeren.
Wir haben ja gelesen, dass Heidelbeeren im natürlichen Antibiotikum oder irgendwo auch drin sind, oder? Ja, richtig. Ja, du brauchst sie fürs natürliche Antibiotikum. Na, okay, das du kommst ins Verbrannte? Ja, warum? Ich höre es knistern. Oh, okay. Na. So. So, das nehmen wir natürlich mit. Golden Rot, immer gern gesehen. So, komm her. Ja, Spinni. Oh, eine Apotheke. Das könnte Glück bedeuten. Ich bin gejagt. Wo bist du denn? Hunted? Doch nicht hunted. Vermutlich sind ja relativ viele Zombies da drinnen. Ja, ich habe mir in der Nacht noch Schneebären gegeben, weil ich schon auf Null war mit Hunger. Hey du Hillebilly. Oh. Nein, 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 nein. Was magst du? Blödsinn. Okay. Bergab geht's schneller. Ach, da ist das nächste Individuum. Ah, wurscht. Ja, für alle, die neu dazuschalten, warum ich das alles gleich abbaue, die Müllsäcke und so weiter. Wir haben dieses Mal erstmalig, dass wir keinen Loot-Respawn haben. Das hatten wir bisher noch nicht aktiv in den Staffeln. Vom Schwierigkeitsgrad her, bin mir nicht sicher, ob wir es schon erwähnt haben, ein bisschen Unterschied zur letzten Staffel. Wir sind dieses Mal wieder mit der normalen Schwierigkeit unterwegs, also die standardmäßig ist. Warum kann ich jetzt nicht laufen? So, ich glaube, ich werde mich da in die Fenster... Super, super, genau das aus, wo drüber Holzplatten ist. Muss man noch was bei der Mausbelegung überlegen. Ich muss immer zwischen Maus und Tastatur hin und her greifen mit einer Hand und das ist Arsch. Warum schlockt er nicht hin? Ja, super. Ah, Ui, ui. Viele. Na, das war zu leichtsinnig. Das war zu leichtsinnig und jetzt stehe ich noch an. Puh. 3 Punkte noch. Geh doch endlich drauf. Ah, das ist ein anderer. Okay. Philipp, komm her. Gib mir den Mining-Helm. Geht schon drauf? Ja. Ich bin mit der Maus wirklich ungeschickt.
Oh, jetzt. Muss man das noch richtig einstellen? Hoppla. So, naja. Aller Anfang ist schwer. Die Steppe wäre natürlich interessanter, wie kommen Yuga Fruits, gell? Ja, genau. Da ist der Kaktus. Und der Geier. Der Geier, ja. Wie geht's dir? Was gefunden? Noch immer bei den 3 Punkten und ja, jede Menge gefunden, aber nicht das, was ich momentan benötigen würde. Ah, okay. Wobei in der Apotheke ist natürlich jede Menge geiles Zeugs. Zappel Philipp muss das sein. Du verspürst mir den Weg. Oh, zack, Philipp von links. Und was bist du rechts, Dame? Okay. Nö, wollen wir auch nicht. So. Oh, Chemiestation ist da herinnen. Ja, cool. Ich laufe sicher über einen Kaktus drüber. Zumindest die hätten wir ja schon wo platziert. Ja, gibt's jetzt eine Ruhe. Oh oh. Oh oh, heißt? Ja, ich habe draußen im Verkaufsraum jede Menge Zombies. Und 3 Punkte liegen mir natürlich mit niemandem mehr an. Ja. Schauen wir mal, ja, da ist leider auch nichts drin. So, wir brauchen Steine, 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 Steine. Lady, du störst mich bei der Arbeit. So, dann schauen wir, dass wir in die Tür noch reinkommen. Das sind ja normalerweise immer die Türmedikamente. Holz brauchen wir auch. Und natürlich Zombie verseucht. Naja, war klar. Wie sollte es anders sein? Und ich glaube noch einmal so ein Schwergewicht. Ja. Mhm. Das wird mir scrappen, glaube ich. Und eine neue hier nehmen. Oh, na gut, ich lege mit dir an. Oh oh. Warum fällt die? Okay, für den bin ich unsichtbar. Gehst du geduckt? Kann durchaus sein. Nein.
auch erwischt. So. So, und jetzt schnell da durchsuchen. Irgendwo liegt da eine Dame. Oder ist in ein Loch gefallen? Das kann natürlich sein. Oh, kein Antibiotika kann das wohl sein. Eine Apotheke ohne Antibiotika. Ist fast nicht zu glauben, ja. Du, vor mir ist ein Zombie despawned. Das ist ja cool. Also irgendwie dürfte es momentan mit den Zombies ein bisschen was haben. Es ist ja der Patch 16.2 heraus. Okay. Den wir heute reingespielt haben. Sowohl auf die Clients als auch auf dem Server, bevor wir jetzt begonnen haben. Und mich ignorieren sie auch ziemlich. Okay. Keine Ahnung, ob gewollt. Wir brauchen auch Clay. Also gewollt. Ah! Oh, Scheiße, sorry. Oh, steht da vor mir ein Zombie auf. Gott! Das ist so scheiße im Dunkeln, weil du nichts siehst. Da ist sie. Was hast denn du für ein Problem? Ach, ich hab so einen. Ich hab so einen dicken Feral an mir hängen. Ja gut. Ach, da ist auch so ein da dicker. Da war auch kein Antibiotika. Da sind teilweise ganz schöne Sprünge im Gelände. Was brauchen wir jetzt hier von am wenigsten? Ich glaube, der Scheinwerfer ist einmal eher unwichtig. Einfach scrappen. Okay, weg zur Straße. Bessere Übersicht. Ich oh, geil. Was denn? So viele geile Sachen, so wenig Platz. Ich könnte Juckerfrut mampfen. Ich bin nicht weit gekommen. Überall Zombies. Ich weiß nicht, was ist denn da los heute? Ja, Westen, im Westen. So. Jetzt interessanter. Nein. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Das schmeißen wir. Hier ständig Zombie-Gekrunze. So, okay. Da ist auch nichts. Da. Das gibt es ja nicht in der ganzen Apotheke. Kohle, super. Oh. Au, ich komme nicht weg. Die bringt mich gerade um. Okay, das war's dann. Ich blute wie eine Sau. Verband. Ja, ich muss mich in Sicherheit bringen. Oh, der Geier. Der Geier. Zombies sind wirklich lästig. Ich will nach Hause. Okay. Ich loote am Heimweg. Wir brauchen sowieso Holz. Was ist das? Bier. Bier in der Apotheke. Ja, ist ein gutes Elektrolyt. Also, so ist es nicht. Mir ist leider bisher keine Wilze und nichts vor dem Bogen gekommen. Kein Problem, ich bin Hirsch. Ah ja, genau. Hast du ein bisschen Leder rausbekommen? Ja. Das Papier wäre ja auch wichtig, es wäre ja alles wichtig. Ah ja, aber schon. Ich kann leider nicht alles mitnehmen. So, ich habe irgendwo den Hut. So,
Damit die Hitze runtergeht. Casino-Tokens, ich glaube, die sind nicht wirklich richtig vorläufig. Ja, zum Händler braucht man die. Ja, schon, aber jetzt nicht lebenswichtig. Mhm. Und da sind mir die Heilverbände wichtiger. Ja. Alles an Medizin schon gefunden, was es gibt. Nur kein Antibiotikum. Nur kein Antibiotikum, genau. Vielleicht gibt es auch sowas Loot nicht mehr. Kann natürlich auch sein. Puh. Ich kann das nicht sagen. Wäre aber blöd. Ja, nachdem es jetzt 4 Rezepte gibt zum Herstellen. Ja, stimmt. Haha. Antibiotika. Man braucht nur genug schimpfen. Na bitte, aber schau, nimm's erst, wenn du retour bist, oder? Ich hab schon eingeworfen, ist schon zu spät. Achso, das hält die ja Zeit lang an. So, Heilverband rein. So. Jetzt bin ich natürlich wieder übervorsichtig. Aber es hält der Zeit lang an, glaube ich, oder? Wo ist denn meine Steinaxt? Axt? Nein. Ah, ich hab's da reingeschmissen, klar. Ja, natürlich. So, da ist Lehm. Wir sollten ein bisschen Lehm schaufeln für unsere Forge. Na? Weil, wenn du was mit hast, können wir sich zumindest schon den Bello machen. Also den Blasbalg. Na, das war ja Rettung in letzter Sekunde. Stimmt. Ist das Klebeband wirklich wichtig für uns? Ich glaube nicht, oder? Weder Klebeband noch der Kleber selbst im Moment. Im Moment, puh, bin ich überfragt. Sonst scrappe Materialien halt oder das auf zusammentragen. Ich schon. So, das Plastik dann immer mit. Ich habe da eine Schaufel. Ist es bei dir? Warum? Achso, Essen. Essen. Scheiße, jetzt habe ich natürlich das nächste Problem, das habe ich ganz vergessen. Hast du nichts mit? Nein, ich habe ja nichts mitgenommen, ne? Oh, na dann komm lieber zurück. Aber ich könnte mal Kakteen abbauen da draußen. Mhm. Das wäre, glaube ich, mal das schnellste Essen, zu dem ich kommen könnte. So, ja, die Apotheke wird uns bestimmt nochmal wiedersehen. Aber jetzt machen sich auf in die Steppe, die hier gleich da vorne beginnt, und suchen uns ein paar Kakteen. Ja, wir haben es geschafft, die Infizierung ist weg, jetzt müssen wir nur mehr unseren Hunger irgendwie... Ja, jetzt kann dich auch der Geier anfallen, weil der kann da glaube ich eine Zeit lang nichts antun, oder? Ich bin eine Zeit lang geschützt, ja. Komm schon, kleines Geierlein. Ich red groß und bin da in Sicherheit. So. Bin ich noch versteckt, ja. So, die nächste Heilbandage rein. Mhm. Da liegt die Yucca. Yucca Fruit. So, da war jetzt das Feld. Was schmeißen wir raus, den Scheinwerfer? Das wollte ich haben. So. Ein bisschen Steine klopfen. So, und jetzt werden wir den Scheinwerfer, kann man den zerscrappen? Ja. Den kann man, ja, zerscrappen, genau. Den kann man, auf Glas. Geh weg damit. Sorry, aber
Das ist jetzt nicht mein wichtigstes, dringlichstes Thema. So, wir brauchen noch ein bisschen. Da drüben kreist ein Geier. Wahrscheinlich mein Lieblingsgeier. Ja, wie das also ist mit den Geiern.